Die Wahl um die Bremer Bürgerschaft hat begonnen. Am Sonntagmorgen gab Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidat Andreas Bovenstulte seine Stimme ab. Bislang hatte er in einer Koalition mit den Grünen und der Linken regiert. Der Zwei-Städte-Staat Bremen und Bremerhaven wird seit 77 Jahren von der SPD regiert, verlor bei den letzten Landtagswahlen im Jahr 2019 allerdings den Platz der stärksten Kraft an die CDU. Auch deren Spitzenkandidatin Wiebke Winter, die im Duo mit Kandidat Frank Imhoff antritt, erledigte ihren Urnengang am Sonntagvormittag. Letzten Umfragen zufolge kommt die SPD auf 29, die CDU auf 26, die Grünen auf 13 und die Linke auf 11%. Der FDP werden 6% prognostiziert. Die rechtspopulistische Partei BIW Bürger in Wut kommt laut Prognosen auf 10%.